Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier in unserer Hauptstadt weiter am Aufbauen. Und genau, ich hatte beim letzten Mal noch gesehen, dass hier noch die Ärzte irgendein Krankenhaus streikt gegen Ende der Folge. Und ihr hattet mir gesagt, dass ich hier vorne die Monorail gar nicht verbunden habe, weil die natürlich durch die Straßenanbindung die Trasse getrennt wurde. Das stimmt tatsächlich. Also, dass hier gar keine Monorail fährt. Und wenn wir doch mal gucken, hier ist eigentlich verbunden, aber wenn wir mal schauen. Ah, doch, also die Monorail wird tatsächlich doch genutzt. Aber ich würde vorschlagen, wir machen es trotzdem einfach mal, dass wir das einfach nachziehen. So, ziehen wir das einfach nach. So. Und ja, gut, dass ihr das gesehen habt. Da habe ich es somit jetzt auch korrigiert. Oder wartet mal, war das hier die? 0%. Alles klar, dann war das die hier. Die Trasse muss erneuert werden. Ich bin mal. Ich bin mal mutig, so. So, ah, hier ist getrennt. Seht ihr, hier ist getrennt. Und die Frage ist halt, warum kann man hier nicht miteinander verbinden? Das verstehe ich jetzt nicht. Aber ist okay. Jetzt sollte. Also, das war hier vorne die Stelle. Jetzt sollte die Monorail hier auch genutzt werden. Jawohl. Alles klar, Freunde. Gut, dann kann es ja jetzt weitergehen hier mit unserem Bau der Hauptstadt. Und ich sehe gerade hier, dass die Umwelt sehr leidet. Ja, ist aber okay so. Wir verdienen uns gerade eine goldene Nase. Das ist gut. Genau, da wir jetzt ja die Monorail aufgebaut haben, kommen jetzt hier natürlich neue Gebäude. Und die sind alle arbeitslos. Warum? Die sind alle arbeitslos. Das heißt, erwartet mal, das ist bestimmt ein Bürogebäude, oder? Nein, ist ein. Okay. Das heißt, wir brauchen mehr Büros. Verkehrsfluss und ein bisschen schwitzen. Stadtviertel von Virus befallen. Ach ja. Wartet mal, wo ist denn? Hier haben irgendwo Krankenhäuser gestreikt. Aber ist okay. Verkehrsprobleme. So. Ihr habt hier 600 Jobs. Ihr solltet eigentlich zufrieden sein. Gering, gering. Pendelverkehr lang. Warum das denn? Warum Pendelverkehr lang? Was ist denn daran lang? Naja, gut. Wir sind halt Reiche, ne? Die sind ein bisschen komisch, was das angeht. Aber ist okay. Sims suchen Büros. Jawoll. Baut ein richtig fettes Gebäude hier auf. Wow, was ist das denn? Das sieht krass aus. Die A-Residenz. Zustände wie. Ach, okay. Jeder Sardinenbüchse. Das heißt, wir brauchen nochmal ein städtisches Gefängnis. Wobei, da würde ich gerne dieses Bundesgefängnis nehmen. Aber die Option gibt es schon gar nicht mehr, weil es uns finanziell so gut geht. Okay, dann mach bitte ein städtisches Gefängnis hier an den Flughafen. So. Dann haben wir nämlich effizientere Polizei. Bock, genau. Und ihr wollt mehr Parks oder was? Oder warum geht's euch nicht so gut hier? So. Mehr Bäume oder was? Ja, ihr wollt mehr Bäume. Okay. Okay, alles klar. Bandagenblues. So, wo haben wir denn jetzt hier den Bandagenblues? Da. Ach. Okay, alles klar. Aber euch können wir ohne Probleme ein neues Krankenhaus geben. Weil wir verdienen ja genug. Wir verdienen ja echt genug. Also. Großes Ärztezentrum, ja. Dann braucht ihr mehr Jobs. Und ihr habt mir noch einen anderen Tipp gegeben, den ich sehr cool finde. Und zwar, ihr hattet mir vorgeschlagen, dass ich mal auf Einbahnstraßen setzen soll.
Tatsächlich, um die Verkehrssituation hier ein bisschen zu entspannen, würde ich tatsächlich jetzt mal versuchen wollen. Ach, die U-Bahn-Station ist gar nicht an der Straße angebunden. Was ist das denn? Was ist da los? Kein Wunder, dass hier Stau ist, wenn die U-Bahn-Station gar nicht an der Straße angebunden ist, ne? So. Machen wir das mal so. Genau und so. Und zack. Da. Wunderbar. Ganz genau, aber dieser Bereich hier, der macht mich irgendwie ein bisschen nervös. Ihr wollt einfach Parks haben, ne? Ich merke das schon. Ja, dann kriegt ihr jetzt halt einen großen Park hier hin. Ja, hier einfach so, zack. Mensch. Ja. Ja, toll, mit drei, ne? Ganz mit drei hier. Aber ihr habt doch schon einen Park hier. Ah, gut. Wie gesagt, ich würde gerne auf diese Einbahnstraßen mal setzen. Dass wir das dann so machen, aber wartet mal. Warum ist das Gebiet ungeeignet zum Bau von Netzwerk? Also irgendwie. Ah, ihr braucht doch anscheinend. Wow. Ihr habt doch hier jede Menge. Das heißt, ihr braucht mehr Jobs einfach, ne? Dann. Das kriegen wir hin, das ist kein Thema. Warum haben wir hier einen Berg? Sehe ich gerade. Warum haben wir hier einen Berg? Sag mal, das geht ja gar nicht. Ich will keine Berge in der Stadt. So. Gut, dann machen wir das mal so. Dass wir hier den schönen ebnen hier. Gut, das kostet, geht jetzt halt ins Geld, ne? Aber ich brauche keinen Berg. Nun wirklich nicht. So, okay. Ich glaube, das war damals mit dem Küstenwerkzeug irgendwie so passiert, ne, mit dem Berg hier. Einfach alles ebenerdig. Ja, wobei, wartet mal, das ist mir gerade ein bisschen zu. Hä? Was ist da passiert? Was ist da passiert zum Teufel? So, dann mach das mal bitte so hier. Warte mal. Schnelle Geländeanpassung. Ja, das ist doch gut. So, okay. Ja, dann machen wir das mal so. Ich weiß nicht, wo hier die Berge herkommen. Das liegt wahrscheinlich daran, weil ich Canyons genutzt habe, ne? Beim letzten Mal. Für die Brücken. Ich glaube, das war so, ja. Ja, okay, komm. Dann lassen wir es halt erstmal so. Ist okay. Ja, wie machen wir das denn jetzt mit den Einbahnstraßen? Also, die kann man gar nicht. Die kann man gar nicht so bauen, sehe ich gerade. Die muss man so miteinander verbinden dann. Da müssen wir die Straßen einmal abreißen. Okay, das ist höchst interessant. Machen wir hier noch ein paar Wohnungen. Einfach was Kleines. So. Genau. Da kommen wieder die Geschenkchen hoch hier. Lieber nicht, nein. Was kommt da wieder? Geschenk? Oder was ist das? Ne, Hochhaus. Okay, Hochhaus. Ich glaube, dann werde ich ab jetzt die Einbahnstraße nutzen. Ab jetzt. Das heißt, ich würde das dann so machen, dass die dann hier so hinfahren können. Und dann so hinfahren können. Und dann so hinfahren können. Die sollen nämlich tatsächlich schneller sein. Habe ich das Gefühl. Und also habt ihr gesagt. Ich glaube euch da einfach mal. Und deswegen würde ich das jetzt so vorschlagen. Genau. Dass wir hier eine Einbahnstraße einfach hinmachen. So, und dann hier das hier ganz normal mit der Straße verbinden. So, dann haben wir jetzt ein Einbahnstraßennetzwerk. Dann würde jetzt hier tatsächlich echt noch eine Monorail fehlen. Bauen wir denen auch mal eine hier hin.
So. Und genau das. Da müssen wir die Autobahn nochmal anpassen. Da müssen wir die Autobahn nochmal anpassen. Ach, guck mal, die fahren hier schon drüber. Das ist cool, ja. Die fahren hier schon drüber. Gut, dann machen wir hier nochmal ebenerdig. Erhöht. Nein, nicht erhöht. Verdammt. Ebenerdig, bitte. Ja. Du sollst es hier runter machen. Ja. Ah, das geht aber. Das geht. Guckt mal. Sehr schön. So, dass hier schön die Monorail drüber kann. Wunderbar. Perfekt. Dann können wir das hier miteinander verbinden. Schön. Und dann haben sie auch hier eine Monorail-Anbindung. Wunderbar. Hier. So, zack. Zack. Wunderbärchen. Ja. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder dabei seid bei SimCity 4. Ich werde jetzt hier weiter mit unserer Hauptstadt wachsen. So. Und zack und zack. Und das hier mal mit hier oben verbinden. Schön. Nein. So. Genau. Und dann können wir hier neues Gewerbegebiet erstellen. Schöne Bürotürme. So. Wunderbar. Ja! Schaut euch das an. Da kommen sie doch direkt. Oha, jetzt kommt aber hier wieder schön heftig viel an Verbrauch. So. Energie und Water. So. Nachbarschaftshandel, Müll muss weiter raus. Warum kann ich da... Okay, interessant. So, okay. Alles klar. Boah, schaut euch das an. Flughafen kann erweitert werden. Das kann weg. So, der Flughafen ist richtig groß. 15.000 Bürojobs. So, jetzt müsstet ihr aber... Epidemienforschungszentrum. Machen wir gleich alles. Ja, jetzt müsstet ihr aber nicht mehr meckern. So, der Bandagenblues, erste Zentrum. Welches denn? Gesundheitswesen. Schon wieder das Krankenhaus. Okay, dann machen wir es folgendermaßen. Machen wir hier einfach noch eins hin. Aber dafür dieses kaputte Gebäude weg. So, wunderbar. Wow, was kommt denn hier? Wird das wieder ein Mega-Gebäude? Oder... Ey, es sieht so aus, als das wird wieder ein Mega-Gebäude. Oh, wie cool. Das kann auch weg. So. Das wird wieder ein Mega-Gebäude. Schaut euch das an, ey. Wow. 7400 Jobs. Andy's Art Lighthouse Tower. Ja, das sieht geil aus. Schaut euch das an. Cool. Wir haben wieder ein massives Gebäude hier bei uns. Da kriege ich gerade Freudentränen tatsächlich. Jetzt hört mal auf, hier Geschenke aufzubauen. So, Mann. Alles klar. Gut, was mit euch ist, weiß auch keiner, ne? Der Pendelverkehr ist eigentlich kurz. Mittel, ja. Verkehrsgeräusch hoch. Kriminalität hoch. Oh. Polizei. Habt ihr doch. Na gut, dann baue ich denen einfach mal was hier. So, zack. Hat das eine Straßenanbindung, das Gebäude? Das hat doch gar keine... Hä? Okay. Na gut. Jetzt hat es eine Straßenanbindung. So. Warum ist hier hohe Kriminalität? Guck mal bitte, Kriminalität. Ja, tatsächlich. Warum? Sollte jetzt aber weniger werden. Ja, es wird weniger. Es wird weniger. Sehr gut. Kriminalität, ja. Ja, aber das wirkt sich schon aus, dass ich hier neue Polizei...
Station gebaut habe. Sehr schön. Alles klar. Dann sind wir bei 158.000 Einwohnern. Finde ich sehr cool. Sieht auch wieder besser aus hier vorne, denke ich. Ja, macht mir jetzt nicht mehr so viele Sorgen, der Bereich. Alles klar. Wird die Monorail schön genutzt? Wird schön genutzt. Wunderbar. Ja, wie ihr seht, ich habe dann jetzt somit auch Einbahnstraßen implementiert. Wie ihr seht, ich höre auf euch. Und finde es auch super, dass ihr da mir so Tipps gebt und so. So, dann machen wir hier nochmal Verkehrsanbindung hin. Da scheint was zu fehlen. Okay. Oh ja, so, okay. Wow, ja. Ja, aber so langsam. Hey, schick. Wie sieht der Pendelverkehr hier aus? Der ist natürlich lang, ne? Weil das halt sehr viele Leute sind, die da drin wohnen. 5000, um genau zu sein. Pendler 0, warum? Jetzt hier. Okay. Ja. Brauchen mehr Jobs, ne? Hm. Dann machen wir hier nochmal ein mittelgroßes Gewerbegebiet hin. So. Ja. Okay. Dann. Das passt aber eigentlich. Mach nochmal den Bäumetrick hier ganz kurz. Nein, klein. So. Kleinbäumetrick. Ui, okay. Alles klar. Yo! Wunderschön. Ah, die. Ach, okay. Die fahren halt über die Autobahn hier oben hin anstatt den direkten Weg. Ich verstehe. Mhm. Wow. Da kommt wieder was Geiles hier. Frogface. Frogface Headquarter. Ja, warum fahrt ihr denn so weit? Es ist doch gar nicht so weit. Was habt ihr denn? Pendelverkehr. Mittel, ja. Verkehrsgeräusch hoch, weniger. Ja, schon so gering, gering. Müsste doch eigentlich alles passen. Oder die wollen halt noch mehr Parks haben, ne? Da wartet mal. Können wir hier vielleicht. Ne, dann würde ich ja die Autobahn mit abreißen. Hm. Dann würde ich ja die Autobahn mit abreißen. Mach denen mal Parks hier hin. Ich glaube, die wollen einfach Parks haben hier. Parks. Grünflächen einfach. So. Sieht doch schon viel schöner aus mit Grünflächen. So. Zack. Da habt ihr eure Parks. Ist okay. So. Alles klar. Dann müsste man jetzt hier mal gucken, wie man das jetzt hier füllt. Okay. Speichere das Ganze mal. Perfekt. Ah ja, okay. Ja, 162.000 Einwohner, ne? Und was die hier haben, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ihr habt eine Monorail-Anbindung, ihr habt Parks, ihr habt keinen Verkehr. Also irgendwas ist hier komisch bei euch, aber gut. Ui. Ah ja, okay. Hier oben ist zu viel Verkehr. Da ist zu viel Verkehr. Wartet mal. Liegt das an den Einbahnstraßen vielleicht? Ich meine, die kann man ja implementieren. Aber klar, dass der das damit abreißt, ne? Wartet mal. Das mache ich mal. So, genau. Einbahnstraßen. Machen wir hier mal so eine. Dann hier unten mal so eine hin. So. Dann hier die Autobahn nochmal verbinden. Erhöhte Autobahn. Ja, wobei...
Einbahnstraßen können keine Autobahnausfahrt haben, sehe ich gerade. Nee, können keine Autobahnausfahrt haben. Ah. Jetzt kommen wir der Sache schon mehr auf den Grund. Das heißt, wir müssen hier dann nochmal die Einbahnstraße auflösen. Dann hier nochmal eine überhöhte Autobahn bauen. Ja, das ist natürlich dann... Wo denn? Ja, mach mal. Nein! Um Himmels Willen! Was hast du denn da gemacht, Spiel? Ja, komm. Ist jetzt egal. Oder? Nee, ist nicht egal eigentlich. Nee, das sieht jetzt total blöd aus. Nee, wartet mal. Brechen. Hier, ohne Speichern beenden. So, nochmal. Ja, wir haben zu wenig Jobs. Ich merke das schon. Wir brauchen mehr Gewerbe. Nur wir haben hier oben halt ein Verkehrsproblem. Ne, und das ist halt Einbahnstraße. So, machen wir die mal bis hier vorne hin. Einbahnstraße. Nee, das ist eine Allee. Einbahnstraße. Hä? Warum? Ach, verdammt. So. Och, Mann! Ja, immer dieses Pixel. Immer dieses Pixel schieben, ne? Gut. Jetzt bauen sie da wieder was hin, natürlich, ne? So, machen wir es am besten so. No. Und dann ziehen wir jetzt nochmal eine Einbahnstraße hier runter. So. Aber hier können wir halt keine Autobahnausfahrt machen. Das geht scheinbar nicht. Oder doch, warte mal. Bau mal bitte eine Einbahnstraße hin. Und dann hier nochmal die überhöhte Autobahn. So, und dann? Nee, macht er nicht. Macht er leider nicht. Okay, dann müssen wir hier eine normale Straße. Aber das macht er ja auch nicht. Das ist ja so komisch. Warum macht er das nicht, hä? Warum? Warum lässt sich das jetzt nicht verbinden? Doch so lässt sich das verbinden. Aber auch nur, wenn man... Hä? Das verstehe ich nicht. Das geht scheinbar gar nicht. Das geht gar nicht. Ja, okay, das funktioniert gar nicht. Okay, Einbahnstraße kann man dann nicht mit einer Autobahn kreuzen, scheinbar. Das ist doof. Also, dass man da eine Autobahnauffahrt macht. Das muss doch irgendwie... Wartet mal. Doch. Wartet mal. Das muss man doch irgendwie verbinden können. Ebenerdig, erhöht, Autobahn. So. So, nein. Da nicht aufbauen, bitte. Dann machen wir hier eine Straße. Hier eine Straße. Hier eine Straße. So. Und dann müsste man ja theoretisch jetzt hier... Ach, mach dann nicht, ne? Das macht er nicht. Warum machst du das nicht? Dann müssen wir das echt so machen. Nicht das Gebäude. Die Pixel. So. Was? So. Und auch hier... Da müssen wir das echt so machen. Aber das hat ja dann keinen Sinn.
Das hat ja dann keinen wirklichen Sinn. Irgendwie... Na gut. Freunde, dann machen wir es anders. Wenn das so nicht klappt. Weil irgendwas müssen wir wegen dem Verkehr da oben machen. Definitiv. Mach mal bitte Pause. So, wie machen wir das denn jetzt hier? Also hier ist tatsächlich eine Autobahnauffahrt. Sollen wir da Alleen nutzen? Hier können wir auf jeden Fall eine Einbahnstraße machen. Kein Problem, weil das hier ist ja nur... Das hier ist ja keine Autobahnauffahrt. Das können wir machen. So, dass wir hier dann sagen Einbahnstraße. Und dann bis hier vorne hin. So, gut. Dass wir dann hier nochmal die Monorail miteinander verbinden. So. Und dann hier vorne. Das sollte jetzt eigentlich passen mit den Krankenhäusern. Warum? Ah ja, okay. Und Verkehr? Ja. Besser geworden auf jeden Fall. Okay. Da müssen wir das hier jetzt dann auch machen. Aber hä? Wartet mal, Verkehr. Ach so, das ist auch mit der U-Bahn oder was? Die U-Bahnen werden hier auch angezeigt. Volumen, Straßenverkehr, ja, okay. Ich glaube, das ist eine U-Bahn, oder? Hier. Ach so. Okay. U-Bahnen werden da auch angezeigt beim Verkehr. Ja gut, aber ich meine, wenn der Verkehr unterirdisch ist, ist ja in Ordnung. Dann ist das ja wirklich in Ordnung. Aber ich frage mich gerade wirklich, was ihr noch habt. 2 von 3. Das gute Verkehrsgeräusch. Ja, was will man da machen? Ich baue schon Einbahnstraßen, wie verrückt. So. Hier könnte man noch eine hinziehen, ne? Nach da oben. Mache ich. Das mache ich. Kommt. So. Dann gehen zwar die... Nein, die Auffahrt ist weg. Warum ist die Auffahrt weg? Egal, dann machen wir hier eine Einbahnstraße nach oben. Ganz genau. Zack. Dann habt ihr wieder euren Monorail-Anschluss hier. Kriegt ihr euren Autobahn-Anschluss. So, und hier eure Ausfahrt. Hä? Warum machst du jetzt keine Ausfahrt mehr? Warte mal. Mach jetzt eine Autobahnausfahrt dahin, Spiel. Also wirklich. So, Autobahn. Erhöht. Warum? Irgendwie will das Spiel mich gerade ein bisschen ärgern, habe ich das Gefühl. Dann mache ich das halt manuell. Ich meine, warum denn nicht? Verdammt, ich will nicht wieder ein falsches Gebäude hier abreißen. So. Dann mach. Irgendwie ist das merkwürdig. So, zieh mal die Straße unten durch. Vielleicht deswegen. Ne, macht er nicht. Er macht es nicht mehr. Warum macht er das nicht mehr? Nur weil ich da jetzt die Einbahnstraße hingemacht habe, oder was? Uff. Scheinbar. Also, Er braucht scheinbar noch mehr Platz. Aber irgendwie muss das doch jetzt verbunden werden. Wartet mal. Ebenerdige Autobahnüberführung. Nee, dann können wir ja eigentlich die Autobahn gleich sein lassen. Hm.
Oder wir können hier halt keine Einbahnstraße hinmachen. Das ist komisch, dass sie da... Dass er da tatsächlich sagt, will er nicht. Naja, ist erstmal... Das ist eigentlich sinnlos, dass dann hier eine Autobahn steht. Das ist dann echt sinnlos. Dann können wir hier nämlich stattdessen noch ein paar Jobs reinmachen. Diese Pixel. So. Ach, diese Pixel. Verdammt. Wo ist die Autobahn? Da. Okay. Können wir hier nämlich noch ein paar Jobs reinmachen, versteht ihr? Dann lassen wir das mit der Autobahn erstmal hier vorne. Dann. Wartet mal. Gucken wir mal. Da oben die Straße muss noch verbunden werden. So. Dann machen wir jetzt hier einfach Gewerbe rein. So. Dann machen wir jetzt hier einfach Gewerbe rein, mein Gott. So. Hier und hier weg damit. So. Ach, nein. Verdammt, ich komme da nicht mehr hin. Nicht mehr dran. Warte mal, mach mal Zonen. Also, okay. Hä? Jetzt bin ich komplett verwirrt, wartet mal. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Wartet mal gerade. Ah, das hier kann weg. Zonen. Alle aus. Nee, okay, dann mache ich jetzt einfach. Machen wir es einfach so, komm. Geschenk. Das ist natürlich doof, wenn man dicht an dicht baut. Dass man dann aus versehentlich falsche Gebäude abreißt. Das denn? Das ist ja ein Witz hier. So, okay, alles klar. Dann müssten wir jetzt theoretisch weitermachen können. Oh, ich sehe auch schon, die Folge ist übervoll. Okay. Alles klar, liebe Freunde. Würde ich aber mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ja? Tschüss.